Würzige Burgenlandschnecken, ein Partykracher jederzeit. Wie ihr das macht, sage ich euch. Wenn so auf einer Silvesterparty oder Geburtstagsfeier mit sowas richtig Geschmackigen aufwarten wollt, dann macht's die würzigen Burgenlandschnecken. Leider sehr einfach zu machen, aber top gut, schmeckt wirklich super gut. Was brauchen wir? Wir brauchen einmal einen klassischen, einfachen Germteig, Hefeteig. Wir brauchen ein Weizenmehl, eine Milch, lauwarm sollte sie sein, ein Germ, eben eine Hefe, ein Salz und ein Zucker. Aus dem machen wir einen Teig. Die Füllung selbst, typisch pannonisch, burgenländisch. Es kommt Majoran, ein Paprika und ein Pfeffer rein. Natürlich ein Salz und dann als Basis nehmen wir einen Sauerrahm, saure Sahne, Käse. Und dann ein Schinken. Dann Zwiebeln natürlich, die machen sehr viel aus. Ein Knoblauch kommt rein und es wäre nicht Burgenland, pannonisch, wenn wir nicht ein bisschen eine echte Paprika reingabern. Die werden wir noch fein hacken, gehen wir dann auch dazu. Ihr seht, ist nicht viel, geht sehr schnell und wir können schon starten. Als erstes beginnen wir einmal mit dem Teig. Da kommen diese Zutaten wie die Hefe, die Germ eben, dann der Zucker. Und auch das Salz. Wie immer bei meinen Videos, es gibt dann oft Diskussionen, Salz und Hefe oder Germ zusammen, ja, darf man. Ist meiner Meinung nach ein Riesengerücht. Es funktioniert trotzdem. Beweist ja, dass ich trotzdem was zusammenbringe. Gut, dann brauchen wir einen Schneebesen, dass wir das ein bisschen auflösen. Die Milch, wie gesagt, die ist lauwarm, fingerwarm. Die darf nicht zu heiß sein. Und nachdem das alles gut aufgelöst ist, können wir schon weitermachen. Wir nehmen das Mehl, das geben wir in die Schüssel rein und eben die Flüssigkeit mit den aufgelösten Zutaten und dann ganz einfach verrühren. Das kann man natürlich auch in einer Teigknetmaschine machen, aber bei so großen Mengen, muss ich sagen, geht das mit der Hand auch, aber das bleibt jedem selbst frei. Und nach einigen Momenten ist der Teig gebunden und wir können ihn schon mit der Hand weiter kneten. Das geht dann auch ganz einfach in der Schüssel und wenn er dann ziemlich gebunden ist, dann nehme ich ihn raus. Nach ein, zwei Minuten löst er sich schon ziemlich gut ab, geben wir ihn da drauf und werden ihn weiter kneten. Nach 7 Minuten circa kneten ist der Teig gut und schön weich, geschmeidig. 7 Minuten, 6-7 Minuten sollte man kneten. Es geht darum, dass im Teig dieses Klebereiweiß wirklich ausgearbeitet gehört, damit er wirklich schön nachher beim Backen geschmeidig bleibt. Gut, jetzt gehen wir her, nehmen wieder unser Schüssel, geben den Teig da rein und ein feuchtes Tuch drüber und den lassen wir jetzt einfach rasten. Ich glaube, eine halbe Stunde bis 45 Minuten werden reichen für den. Und den lassen wir jetzt einfach stehen und wir machen inzwischen die Fülle. Die Fülle ist nicht wirklich schwer zu machen. Wir werden den Sauerrahm, sprich die saure Sahne, einmal reingeben. Dann brauchen wir unsere Paprikastücke. Und die Gewürze wie das Paprika, Majoran und den Pfeffer und natürlich das Salz. Da kommt auch Salz rein. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Knoblauch. Den habe ich einfach auch fein gehackt und das macht sich ganz gut da drin. Und das verrühren wir jetzt einfach. Wenn das alles gut vermengt ist, nehme ich noch einmal unsere Teigkarte, unseren Waschel da und gebe das alles zusammen. Das kommt einmal auf die Seite. Zu den Zwiebeln muss ich sagen, die habe ich auch schon vorbereitet. Die habe ich ganz fein zu Ringen geschnitten. Das macht sie ganz gut. Ihr könnt es auch hacken, aber es gefällt mir ganz gut, wenn es Ringe sind. Das wird man dann eh sehen. Gut, weiter geht's jetzt mit dem Teig. Der hat jetzt gerastet und es geht weiter. Der Teig ist gut aufgegangen, er ist sogar, weil ich ihn einmal schon angefasst habe, ist er ein bisschen zusammengegangen, aber er ist wunderbar weich geworden. Ganz toll. Ich nehme da jetzt einfach ein bisschen Mehl,
streue das da auf und werde ihn ein bisschen auf beiden Seiten einmal gut anmehlen und werde ihn ausrollen, einfach zu einem Viereck. Ich mache mir da ein bisschen Platz. Nachdem der Teig ausgerollt ist, einigermaßen viereckig soll das sein. Da tut es euch ein bisschen leicht. Ihr könnt es auch gerne, wie ihr seht, schummeln, ein bisschen dran ziehen. Dann kriegt ihr eine viereckige Form. Und das schaut dann schon ganz gut aus. Die Stärke, ich würde jetzt einmal sagen, das werden so vielleicht 3, 4 mm werden das schon sein. Und das reicht bei diesem Germteig vollkommen aus. Jetzt nehmen wir unsere Basis, die Sauerrahmbasis, und die verstreichen wir da jetzt einfach herauf. Ich werde die letzten 5, 6 cm hier oben streiche ich nicht an, damit das oben nicht wirklich sich rausquillt beim Zusammenrollen, weil das werden ja wie gesagt Schnecken und die rollen wir dann ein. Einfach so ein bisschen ausrollen, ja, austeilen das Ganze. Weiter geht's mit Zwiebeln. Wie gesagt, die habe ich einfach zu solche Ringe habe ich die geschnitten. Relativ dünn, nicht zu dick, sonst biegen sie sich nicht beim Zusammenrollen. Also die habe ich ziemlich fein gemacht. Ihr seht, die sind weich, die biegen sich ganz. Wenn wir die auch verteilt haben, kommt noch der Käse rauf. Den Käse werden wir auch rausteilen. Und jetzt kommen wir schon zu unseren, muss man zuerst die Hände ein bisschen abputzen, zu unseren Schinken. Und den lege ich jetzt da rauf. Den lege ich so rauf. Bin ich schon beim letzten Stück Schinken. Ihr könnt es natürlich auch gerne, wenn es wer gern hat, an Chili auch raufgeben, sprich scharfe Peperoni oder eben Chili. Das geht alles auf jeden Fall. Gut, jetzt werden wir es einmal zusammenrollen. Ganz einfach so, wie es ist, zusammenrollen. Und jetzt ziehen wir am Ende, da, damit es nicht rausquillt, die letzte Runde bleibt trocken sozusagen. Das wäre es einmal. Den Schluss habe ich unten. Dann brauchen wir schon unser Blech. Ich habe ein Blech vorbereitet. Unser Blech. Und ein Backpapier drauf. Jetzt gibt es immer, ich sage das immer bei meinen Videos, wenn man Backpapier drauf gibt, das verbiegt sich in alle Richtungen. Ich nehme einfach einen Schluck Wasser, spritze das einfach drauf und dann bleibt auch dieses Backpapier schön kleben, wie man sieht. Und hier kommen jetzt unsere Schnecken rauf. Dafür müssen wir aber unser Messer nehmen und da circa 3 cm circa die Schnecken in der Größe und dann einfach auflegen. Ein kleiner Trick, damit die Schnecken nachher hier nicht aufgeht, legt das einfach drunter, dann wird das schön zuhalten. Ich schneide noch eine auf, damit man das sieht. Das schaut dann so aus und da hat es den Schluss und der würde runtergehen, den lege ich einfach drunter. Das passt dann ganz gut und so mache ich jetzt alle und dann sehen wir uns wieder. Jetzt haben wir schon die letzte drauf. Die können wir jetzt einfach ein bisschen rasten lassen. Die müssen jetzt ein bisschen den Teig, der muss sich entspannen. Inzwischen werden wir den Ofen aufdrehen. Auf 210 Grad drehe ich den auf Umluft. Auf Umluft. Im Ofen ist nichts, außer ein Blech, ein altes Blech. Da kommt nachher ein Wasser rauf, damit man da ordentlich Dampf drinnen haben, aber da müssen wir jetzt eben warten, bis der heiß ist, so lange können die rasten und dann sehen wir uns wieder. Circa 10 Minuten, 15 Minuten sind vorbei. Was ich euch noch vorenthalten habe, ich streue da immer ganz gern ein bisschen an Kümmel drauf. Ist kein Muss, wenn jemand einen Kümmel nicht gerne hat, aber ich habe das ganz gern. Wenn man dann in den Kümmel reinbeißt, das ist ganz was Feines für mich. Gut, das wär's. Der Ofen hat 210 Grad, Umluft, ist er eingeschaltet,
was ich vorher gesagt habe, altes Blech ist drinnen und ich leere jetzt einfach einen Schluck Wasser rein. Vorsicht, da ist wirklich Verbrühungsgefahr, damit man sie nicht verbrennt. Und jetzt kommen unsere würzigen Burgenlandschnecken rein in den Ofen und stellen auf 30, 25 Minuten habe ich es jetzt einmal eingestellt und dann schauen wir mal nach, dann müssten es eigentlich schon sein. Vielleicht brauchen es 30, kommt immer auf den Ofen an, wie ein Ofen funktioniert. Also, wir sehen uns gleich. Was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, ich habe den Ofen, wie ich die Schnecken reingeschoben habe, auf 180 Grad zurückgedreht. Das heißt, am Anfang 210 und dann 180 Grad Umluft. Und jetzt warten wir. Jetzt waren es 23 Minuten drinnen bei 180 Grad. Sie sind fertig. Goldgelb sind sie geworden, ganz gut. Und so schauen sie aus. Ganz, ganz fein. Ofen können wir abdrehen, brauchen wir nicht mehr. Ja, sie sind jetzt natürlich noch sehr, sehr heiß. Jetzt können wir es noch nicht servieren, aber sie schauen ganz gut aus, aber sehr heiß. Ein bisschen werde ich noch warten und dann werden wir eine anschneiden. Ein paar Minuten sind vergangen, das Blech kann man schon angreifen. Sie sind leicht ausgekühlt. Ich nehme jetzt einfach eine, man sieht die schon ganz, ganz toll aus. Das Gute war eben, diesen Schluss habe ich nach unten, hilft da, damit nicht alles unten ausrinnt. Und jetzt werden wir es einfach einmal in der Mitte auseinanderschneiden und reinschauen. Ja, schaut ganz toll aus. Man sieht hier den Schinken, die Schichten, schaut echt spitzemäßig aus. Und jetzt werden wir es einmal kosten. Glaubt's mir. Wenn es mit sowas auf einer Party aufwartet, schmeckt echt köstlich. Ganz, ganz köstlich. Ja, meine Lieben, ihr seht, sowas ist nicht schwer zu machen. Schmeckt hervorragend und kann man natürlich dann auch kalt genießen, wenn man das hergibt. Ganz toll. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.